So Freunde, euer Simon hier. Es ist Freitag, wir haben Thema Wissen und Lifestyle. Und heute so eins wahrscheinlich der persönlichsten Videos überhaupt. Hat vielleicht wenig mit Fitness zu tun, sondern soll wirklich so ein kleiner Werdegang von mir sein. Wer ist Simon Teichmann? Wo ich wirklich nicht ausschweifend, ich versuche mich wirklich extrem nur an den Punkten lang zu hangeln. Also ich will nicht auf die Punkte einzeln hinaus, sondern wirklich so einen kleinen Werdegang von mir machen. Warum möchte ich das machen? Weil ich glaube, dass einfach unglaublich viele neue Leute auf dem Kanal sind. Und immer wieder kommt mal was kleines Persönliches. Ihr wisst, das ist ein Fitnesskanal, das wird auch so bleiben, keine Sorge. Aber ich wollte einfach mal ab und zu mal ein Video machen, wo ich wirklich ein bisschen was Persönliches erzähle, damit ihr vielleicht einige Videos auch besser verstehen könnt. Manchmal kommt ein bisschen was Persönliches rüber. Weiß nicht, ich hole mir eine Uhr oder ich mache ein Gottkomplex-Video oder so. Und viele können das nicht so ganz einordnen. Viele wissen nicht, oh Gott, warum macht er das? Wieso? Oder warum ist er hier Psychologe und warum ist er hier Trainer oder warum macht er ein polnisches Rezept oder so weiter? Viele Dinge werden, glaube ich, erst klar, und das ist keinerlei Rechtfertigung, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es ist einfach spannend, wenn man vielleicht einige Beweggründe für einige Dinge, die ich tue, warum ich vielleicht auch wenig von mir Persönliches preisgebe, warum ich sage, dass ich eine Rolle spiele und euch nicht alles von mir zeige, weil ich eben ein möglichst gutes Leitbild für euch bin und eigentlich nur die positiven Sachen zeigen will. Ich glaube, wenn ihr mich ein bisschen besser kennt oder ein paar persönliche Punkte, werdet ihr einfach viele Videos einfach besser verstehen. Und für einige, es wird es bestimmt nicht für alle spannend, aber ich glaube, für einige ist es ganz, ganz interessant, so zu wissen, was ist das für ein Mensch, dem ich dazuhöre. Und deswegen heute wirklich so ein kleiner Werdegang. So ein ganz, ganz kleiner Werdegang, kleine Biografie. Ich habe mir keine Notizen gemacht, möchte das wirklich so real und echt machen, wie ich das wirklich vor Augen habe. Und starten wir direkt. Ich bin 1982, am 11.10.1982 in Polen geboren, in Oberschlesien, wirklich im tiefsten Kommunismus. Wie gesagt, vielleicht das ist schon sehr lange her. Tiefsten Kommunismus. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit, an das, was ich mir erinnere. Ich hatte wirklich eine sehr, sehr schöne Kindheit, eine wirklich sehr, sehr liebevolle Eltern, eine Schwester, die anderthalb Jahre älter ist als ich. Und obwohl wir nichts hatten, und das ist, hört ein bisschen zu, ein paar Punkte sind wirklich wichtig, wir hatten damals gar nichts im tiefsten Kommunismus. Ich wusste, bis ich 5,5, 6 war, nicht wie eine Kiwi aussieht, wie eine Banane aussieht, wie irgendwie westliches Spielzeug aussieht oder so weiter. Wir waren trotzdem sehr, sehr glücklich. Es schweißte damals sehr, sehr zu zusammen und ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit und das war wirklich schön. Mein Papa hat damals gute Kontakte nach Deutschland gehabt und hatte ab und zu ein bisschen für ein bisschen was Besonderes gesorgt und so weiter. Und wie gesagt, die Erinnerung sehr, sehr schön. Trotzdem dachten meine Eltern, dass wir es in Deutschland besser haben werden. Und dadurch, dass wir ein paar deutsche Wurzeln hatten, haben wir es als Spätaussiedler dann, ich war 5,5, sind wir dann 88 nach Deutschland sozusagen ausgewandert und haben hier versucht, wirklich ein besseres Leben zu starten mit einem kleinen Polski Fiat, Fiat 126P, mit meiner Schwester, ganze Familie, zwei Koffern, sind wir einfach so, zack, nach Deutschland. Und unglaublicher Wendepunkt in meinem Leben, in Deutschland angekommen. Wir dachten, wow, hier ist alles toll und es war eigentlich das Gegenteil. Wir sind wirklich von Notwohnung zu Notwohnung gezogen. Wirklich, wir haben zum Teil wirklich wochenlang, monatelang in großen Hallen verbracht, geschlafen, gewohnt mit zig anderen Leuten, mit zig anderen Familien. Waren wirklich bei der Caritas, haben da Essen abgeholt und so weiter. Ich weiß, was Hunger ist und das ist absolut so. Ich weiß, was echter Hunger ist. Ich weiß, was es bedeutet, nichts zu essen zu haben. Meine Eltern waren damals sich tatsächlich zu stolz, das will ich nicht werten, aber waren sich zu stolz, auch Sozialhilfe zu empfangen. Meine Mama musste ein Jahr lang ein Anerkennungsjahr machen, ohne Bezahlung. Mein Papa ist als Musiker, als studierter Musiker, an der Walze arbeiten gegangen und hat sich wirklich kaputt geschuftet. Wir hatten nichts, und das sage ich euch, wir hatten nichts. Und in der Zeit haben meine Eltern unglaublich viel gearbeitet und wenig Zeit für uns gehabt. Das sage ich überhaupt nicht irgendwie bösartig. Nein, die wollten es gut. Und wie gesagt, kurz noch im Kindergarten gewesen in Deutschland, direkt dann in die Grundschule gewechselt und ständig umgezogen, immer Freunde gehabt, dann wieder verloren und so weiter. Recht schwer.
sehr, sehr guter Schüler am Anfang gewesen. Sehr, sehr, sehr guter Schüler. Ich wurde immer kleiner Professor genannt. Dicke Brille, längere Haare, ein bisschen pummelig. Als wir nach Deutschland gezogen sind, wurde ich immer dicker, weil, wie gesagt, Milchschnitt ist ja gesund und das ist alles gesund und so weiter. War immer dicker, war viel zu Hause. Meine Eltern haben mir dann irgendwie Milchschnitt und so weiter dagelassen. Das heißt, ich war sehr, sehr, sehr früh ein Schlüsselkind. Sehr, sehr, sehr früh, wirklich viel zu früh, war trotzdem da noch ein guter Schüler, bevor die Pubertät startete und so weiter, war viel mit meiner Schwester unterwegs draußen und so weiter, war auch sehr, sehr viel draußen und habe viel Quatsch damals schon gemacht. Bin dann aufs Gymnasium gegangen, dann auch wieder umgezogen, Gymnasium ab der 5. Klasse, war da auch am Anfang noch ein guter Schüler, aber da hat man schon gesehen, dass ich sag mal mir das Schlüsselkind-Dasein, also die Straße, ich weiß, das hört sich blöd an, aber ich muss immer ein bisschen lachen, wenn da so Rapper oder so drüber rappen oder so, ich war tatsächlich ein Straßenkind, ein Straßenjunge, der da draußen groß geworden ist. Und wie gesagt, ab der 5., 6. Klasse, wo dann so ein bisschen die Pubertät dazu kam, tat mir das sehr, 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 sehr schlecht, weil dann plötzlich die Schule immer unwichtiger wurde und Alkohol, Drogen, Mädchen, Autos, unglaublich früh Autos, Motorräder, alles ohne Führerschein und unglaublich viele, viele, viele Dinge, die man nicht tun sollte, wurden plötzlich wichtiger. Und so ab der 6., 7. Klasse wurde ich schulisch immer, immer schlechter. Wir sind dann nochmal umgezogen. Meine Eltern haben dann auch noch angefangen, ein Haus zu bauen, haben sich verschuldet bis oben hin, noch mehr gearbeitet. Ich war noch mehr auf der Straße, habe noch mehr Quatsch gemacht. Und ab da begann wirklich eine Zeit, wo wie gesagt, das ist eine Geschichte für sich, aber es sind so viele Dinge passiert, die eigentlich dürfte ich hier nicht mehr sitzen. So, und es ist so viel Leid passiert und so viele schlimme Dinge durch das Ganze, dass wirklich, das war so ein ganz, ganz tiefer Punkt, war dann noch auf dem Gymnasium, war eigentlich nie in der Schule, war nie, ich bin zweimal sitzen geblieben, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Viele denken ja, boah, Simon, du hast ja alles so und bla, und du warst ja immer, ne, überhaupt nicht, ich bin zweimal sitzen geblieben, weil ich einfach nie zur Schule gegangen bin. Wir hatten einen Tag, da hatten wir Schwimmen, da bin ich hingegangen, das war immer Spaß und ansonsten alles weg. Und dann haben die Lehrer gesagt, oh, jetzt musst du von der Schule fliegen und so weiter. Habe ich mich kurz nochmal zusammengerissen und habe dann mein Fachabi gemacht. Ich war damals immer noch, ich wusste es zwar nicht, also mein Selbstbewusstsein ist immer, immer schlechter geworden, was Schule angeht, aber interessanterweise habe ich mich dann kurz hingesetzt und habe trotzdem das Fachabi, ich sag mal, relativ in Ordnung noch gemacht mit 3,5 oder 3,6 und da war so ein Wendepunkt. Da war auch mit meinen Eltern ganz, ganz kritisch, wussten auch nicht mehr, wie sie sich zu helfen wussten und nach dem Fachabi war es dann so, da habe ich noch ein bisschen gearbeitet und nach dem Fachabi wollte ich einfach weg von zu Hause. Ich dachte, ich muss weg, ich muss so weit weg, wie es geht. Ich habe mich bei der Bundeswehr verpflichtet und habe auch gesagt, nicht hausnah, schickt mich so weit weg, wie es geht. Und gab es noch einen Aufnahmetest, ganz, ganz wichtiger. Ich wollte mich lange verpflichten. Ich wollte da vielleicht dann auch studieren oder eine Ausbildung machen. Ich wollte dann eigentlich studieren da. Mich sehr, sehr lange verpflichtet bei der Bundeswehr. Und bei der Bundeswehr, die Bundeswehr ist noch ein spannendes Thema für sich, aber bei der Bundeswehr war dann so ein Wendepunkt in meinem Leben, weil ich dort eigentlich gesehen habe, was ich nicht möchte. Ich habe da wirklich das meiste gelernt für mein Leben eigentlich überhaupt. Und aber eben, wie es nicht laufen sollte. Also Bundeswehr ist echt ein Kapitel, bin ich zwar unglaublich dankbar, aber mit Bundeswehr ist echt krass. Und habe dann unglaublich intensiv und schwer, es war damals unglaublich schwer, da rauszukommen, wenn man sich verpflichtet hat. Ich hatte da wirklich, und da habe ich angefangen zu merken, dass ich selbst für mich verantwortlich bin. Genau da, wo ich aus der Bundeswehr raus musste, wo ich selbst mein Leben in die Hand genommen habe und wirklich gemerkt habe, okay, ich muss was tun und dann kriege ich auch was zurück. Es war eine krasse Sache, bin dann tatsächlich rausgekommen aus der Bundeswehr, erzähle ich vielleicht auch nochmal irgendwann wie, und habe da wirklich beschlossen, mein Leben komplett zu drehen. Komplett. Also wirklich da, ich habe ab da dann gearbeitet. Ich habe davor auch schon, wie gesagt, ich habe da trainiert schon, abdem ich 13 war. Habe da auch schon ab 15, 16 habe ich schon als Trainer gearbeitet. Nach der Bundeswehr habe ich sehr, sehr viel als Trainer gearbeitet und habe gleichzeitig als Trainer gearbeitet und habe mich fürs Abendgymnasium angemeldet, beworben sozusagen. Bin dann da reingekommen ins Abendgymnasium, also wirklich ein Abendgymnasium, tagsüber gearbeitet, abends mein Abi nachgeholt, ganz normal. In 2 Jahren konnte ich dann mein Abi nochmal nachholen und dort habe ich gemerkt, wow,
Das war, wenn ich was tue, dann kriege ich was zurück. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich. Und habe da einfach alles, das war unglaublich. Also es war ein absoluter Lebenswandel. Habe wirklich nur noch wirklich Bestnoten geschrieben. Habe mein Abi dann tatsächlich mit 1,1 bestanden. 1,1er Abi mit einem Punkt an 1,0 vorbei. Ich sage das ganz absichtlich, weil wenn ihr nur das hören würdet, würdet ihr jetzt denken, oh, das ist ja voll, oh, guck mal, der Angeber. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich möchte nur zeigen, wie krass einfach diese Unterschiede sind. Und wie gesagt, trotz Arbeit Abi gemacht und nach dem Abitur bin ich dann nach Düsseldorf gezogen, habe mich fürs Psychologiestudium in Düsseldorf beworben, wollte auch nur nach Düsseldorf. Ich habe die Stadt damals schon kennengelernt und sehr, sehr geliebt. Bin nach Düsseldorf gezogen, habe kein BAföG bekommen, habe keine Unterstützung von meinen Eltern bekommen und wollte ich auch nicht und habe für meinen Unterhalt hier für eine kleine Studentenwohnung, ich habe in einer 15 Quadratmeter Studentenbude gewohnt, habe gearbeitet und studiert. Gearbeitet und studiert. War trotzdem, obwohl der NC irgendwo bei 1,1 lag, habe ich nicht nur mithalten können, sondern war wirklich sehr, sehr, sehr gut. Habe mein Diplom mit sehr gut, also mit 1 komplett abgeschlossen. Habe in der Zeit des Studiums gearbeitet als Sportreferent, als Trainer. Habe in der Zeit Body IP gegründet mit Roman und mit Dimitri, mit dem wir heute immer noch hier sitzen. Hatte kein Studentenleben, sondern habe wirklich geackert, gearbeitet, studiert und habe einfach alles nachgeholt, was ich so in meiner Jugend irgendwie verbockt habe. Und wie gesagt, nach dem Studium habe ich, wie gesagt, Body IP lief schon seit 2010, 2011. Habe nach dem Studium gleichzeitig Body IP gemacht, habe gleichzeitig aber auch, also ich habe 2 Fulltime-Jobs, habe gleichzeitig als Psychologe gearbeitet, Maßnahmen für Langzeitarbeitslose, auch therapeutisch das Ganze gemacht. 2 Fulltime-Jobs, bin immer getingelt von da nach da. Wie gesagt, wir hatten ja Body IP, das war damals eine Softwarefirma. Wir hatten damals so eins der ersten Trainingssysteme entwickelt, noch lange vor 10-Wochen-Programm, Deadlift, Isos und so weiter. Noch lange davor hatten wir schon sozusagen eine Trainingssoftware. Und dann haben wir 2014, 2015 angefangen, die ersten YouTube-Videos zu drehen. Damals aber nicht, um irgendwie groß auf YouTube zu werden, überhaupt nicht, sondern um das Trainingssystem so ein bisschen zu erklären, um so ein paar Punkte zu erklären. YouTube wurde immer, immer, immer größer. Dann haben wir vor 2,5, 3 Jahren eben die Supplement-Marke auf den Weg gebracht, weil ich nie zufrieden war. Also es kam viele Sponsoring-Anfragen. Ich wollte aber was Eigenes machen, damit ich voll dahinter stehen kann. Habe meine eigene Supplement-Brand noch zusammen hochgezogen. Dann haben wir noch eine Klamotten-Brand hochgezogen. Arbeiten weiterhin an digitalen Produkten und so weiter. Das ist aber auch ein Thema für sich, was wir hier machen. Auch sehr, sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, privat habe 2017 geheiratet, habe 2017 eine Tochter bekommen und auch einer der wichtigsten Punkte überhaupt in meinem Leben. Und mache, wie gesagt, zurzeit immer noch Personal Training. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Zwar für wenige Leute, aber immer noch, weil es einfach immer noch meine Leidenschaft ist, bin ich hier einer von immer noch die Jungs, die vorher mit mir das zusammen gemacht haben. Wir machen das immer noch zusammen. Wir wachsen hier, machen das immer größer, mache aber auch andere Sachen. Das ist vielleicht auch, aber das gehört wenig zu Fitness. Mache auch noch Richtung Immobilien und so ein paar andere Geschichten und so weiter, für die ich mich sehr, sehr, sehr interessiere. Also bin immer noch recht vielfältig, was meine beruflichen Interessen angeht. Habe jetzt so gemacht, das auch. Und wie gesagt, bin einfach, wenn ich mich jetzt gerade beschreiben würde, bin einfach Vater, Ehemann, Geschäftsführer von Body IP. Schaue, dass ich gut investiere und YouTuber bin ich auch, weil es meine absolute Leidenschaft ist. Und das sind so die Dinge, ich hoffe, jetzt habe ich nichts vergessen, was wichtig ist, aber das sind die Dinge, die ich zurzeit gerne mache. Und das ist so mein ganz, ganz kurzer, es fehlen natürlich selbstverständlich tausende von Sachen in dem Ding, aber damit ihr so einen kleinen Werdegang habt, damit ihr so ein bisschen versteht, warum ich so für Selbstwirksamkeit bin, warum ich glaube, dass ihr alles erreichen könnt, warum ich was zurückgeben will, weil es mir jetzt so gut geht und weil es mir früher nicht so gut ging, warum ich meiner Tochter so viel auf den Weg geben möchte, weil ich das früher, obwohl das meine Eltern nicht bewusst gemacht haben, vielleicht nicht so hatte, warum mir so viele Dinge so wichtig sind, warum ich mir so eine Uhr hole und warum die mir so wichtig ist.
weil ich früher einfach davon noch nicht mal irgendwie geträumt hätte oder so. Und so ganz viele Punkte werden vielleicht erst durch sowas deutlich. Und wie gesagt, schreibt bitte unbedingt drunter, welche Punkte euch vielleicht noch interessieren. Studium ist spannend. Welche Diplomarbeit, warum der Sport so wichtig war. Auch der Sport, wann der mich verfolgt hat. Wie gesagt, ich habe mit 13 angefangen, mit 15 dann richtig angefangen, den Sport zu machen, bis heute durchgezogen. Vielleicht auch die schlimmen Dinge. Ich habe auch gar kein Problem damit, eben über die dunklen Zeiten oder die dunklen Erfahrungen zu reden, weil ich bereue sie nicht, weil ich ohne die wäre ich nicht der ich bin. Also vielleicht, und auch der Humor und so weiter, der wird sich auch durch ein paar Sachen erklären. Aber wie gesagt, kommentiert mal wirklich drunter, was euch von diesen Punkten interessiert. Nach und nach werden vielleicht dann einige Punkte aus meinem Leben vielleicht kommen, wo ich euch ein bisschen genauer erkläre, was ich daraus gelernt habe und was ihr daraus lernen könnt. Und da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass ihr sehr, sehr, sehr viel aus einigen Erfahrungen von mir lernen könnt. Mein Leben war wirklich bunt, Achterbahnfahrt, aber unglaublich lehrreich, unglaublich lehrreich. Und ich bin dankbar für jede Sekunde, für jede Minute, egal ob sie negativ war, das hört sich ganz komisch an, egal ob sie negativ war oder noch so positiv, das eine lebt immer vom anderen. Und ich bin, glaube ich, der dankbarste Mensch überhaupt. Und das solltet ihr auch sein. Kleines Fazit für euch schon mal. Das solltet dankbar sein und immer, wie gesagt, an euch glauben. Und wenn ihr was wollt, so unwahrscheinlich es ist, wie gesagt, denkt vielleicht ganz kurz mal an die, wir zu viert in dem kleinen Fiat fahren nach Deutschland und sind in irgendeinem Auffanglager. Und ich hätte damals mir nicht träumen können, dass ich jetzt hier sitze. Aber möglich ist es. Deswegen, ihr habt viel, viel mehr Möglichkeiten und ihr könnt sie verfolgen und deswegen macht euch einen Plan, nehmt selbst in die Hand und es ist echt, mein Leben ist wirklich ein Zeichen dafür oder ein Beweis, dass alles möglich ist und das möchte ich auch sehr, sehr stark auf diesem Kanal euch irgendwo weiterbringen, meine lieben Freunde. Abonniert den Kanal, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei und vielen Dank für Kommentare, für alles, auch für die ganzen Abonnenten und besten Supplements Body Nutrition, besten Lamont Beer Beware. Bis dahin, euer Simon.